Heute findet der erste Augmented Reality Day statt. Ich kann jetzt schon ein sehr positives Fazit ziehen. Wir sind seit über einer Woche bereits ausgebucht. Wir bringen hier verschiedenste Branchen zusammen und Augmented Reality spielt heute schon eine große Rolle, wird in Zukunft aber eine noch größere Rolle spielen. Definitiv was mitgenommen heute. Ja, viele neue Erfahrungen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr horizonterweiternd auf jeden Fall. Ich finde es schön gestaltet und finde es auch schön, dass viele verschiedene Bereiche angesprochen werden. Mir hat heute besonders gut gefallen, dass viele Disziplinen in Kontext miteinander behandelt worden sind. Diese Diskussion am Ende fand ich extrem interessant. Da hätte ich auch gerne noch länger zugehört eigentlich beim Gaming. Ja. Da ist es spannend zu sehen, welche Impulse andere bekommen und welche Richtung andere rennen. Also im Alltag sehen wir Augmented Reality natürlich aufgrund der Verbreitung von Smart Devices in jeglicher Situation. Also in den verschiedensten Branchen, wo ich ein Smart Device, sei es ein Tablet oder ein Telefon, also ein Smartphone dabei habe. Und das kann eben im Consumer-Bereich, aber auch eben Automobilbranche haben wir gewisse Projekte. Und letztendlich sind es, wie gesagt, alle Segmente, die überdeckt werden. Es gibt da kein Segment, was sich da irgendwie ausschließt. Also der größte Vorteil ist der unmittelbare Zugang und die Interaktion mit Informationen. Das heißt also, das, was wir durchs Internet gewöhnt sind, dass das aber in der realen Welt eben stattfindet. Und dementsprechend kann ich das eben einerseits Entscheidungen schneller treffen, bewusster treffen, aber ich kann natürlich eben auch Erlebnisse draus machen. Also ich kann eben dann auch Geschichten erzählen, weil ich eben diese visuelle Komponente ausnutzen kann und dementsprechend eher langweilige Sachen im Alltag auch so mit bereichern kann. Als Mediennetzwerk bzw. Mediencampus Bayern bieten wir hier eine Plattform, um sich auszutauschen im Bereich Augmented Reality. Außerdem versuchen wir sichtbar zu machen, was es in diesem Bereich gibt. Wir vernetzen außerdem auch die Branche untereinander und auch mit anderen Branchen.